Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Ja, dieses Mal sehen wir uns noch einen Torit Build an, der letzte versprochen. Das mache ich eigentlich auch nur, weil ich in den Kommentaren zum Warframe schnell leveln darauf hingedeutet wurde, weil ich da noch einen anderen Build verwende als normalerweise. Und wie der so aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So, und so sieht das Ganze aus. Es ist jetzt nicht wirklich, es ist kein Standard-Build, sag ich mal. Ich brauche den wirklich nur, um irgendwie zu leveln oder eben gegen Korpus zu kämpfen, weil der ballert die halt schon ganz schön weg. Gut, ein normaler Build würde es wahrscheinlich auch tun, aber ja, den ist halt extra dafür konzipiert, aber jetzt auch nicht wirklich, ne? Ja, wie man es nimmt. Ja, wir schauen uns einfach mal an. Einkerbung habe ich mitgenommen, galvanisierte Begabung, Zielfernrohr und Kamm habe ich da mitgenommen, eben für mehr Mehrfachschuss und hier dementsprechend bei Kopfschuss plus 120% Crit-Chance beim Zielen für 12 Sekunden, bei Kopfschuss Kill plus 40% Crit-Chance beim Zielen für 12 Sekunden bis zu 5-mal stapelbar. Also ihr seht schon, hier geht die Crit-Chance schon relativ in die Höhe. Danach galvanisierte Begabung plus 80% Statuschance bei Kill plus 40% Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner bis zu 2-mal stapelbar. Ist ja auch nicht schlecht, das mitzunehmen. Dann auch Höllenfeuer für Hitze, damit wir eben den dementsprechenden Gasschaden mitnehmen können. Gift müssen wir nicht wirklich mitnehmen, weil die Waffe an und für sich hat ja schon Giftschaden mit drin. Daher ziemlich praktisch, können wir uns einen Modplatz dafür sparen. Danach Bremse Fetzen für 50% Feuerrate, mal 2 für Bögen, plus 2 Durchdringung. Gut, dass kein Bogen ist, fallen die mal 2 halt, aber ist ja grundsätzlich auch egal. Danach Scharfsinn für mehr Crit-Schaden und kritische Verzögerung für dementsprechend mehr Crit-Chance. Aber eben dafür verlieren wir halt 20% Feuerrate, aber das gleichen wir mit dem hier wieder aus. Danach als Sexilo-Slot Vigilante Vorräte, damit uns da die Munition nicht wirklich ausgeht. Und für Sarkana habe ich mich primär ohne Bitterlichkeit entschieden, damit da ist ein bisschen schwierig Kopfschüsse zu machen. Ich weiß, es ist da ein bisschen nichtsdestotrotz, primär ohne Bitterlichkeit finde ich für diese Waffe hier fast besser. So, und wie das Ganze in Englisch aussieht, blende ich euch jetzt auch noch kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. So, aber bevor wir jetzt zur Mission springen, ja, ich zeige es euch direkt in der Mission, diesmal nicht im Simulacrum, schauen wir uns noch kurz die Entwicklungen an. Da hat sich grundsätzlich nichts geändert zu den anderen zwei Builds eigentlich. In Kanonform 1 ist klar, ne, die in Kanonform halt. Die Entwicklung 2 ist die finale Salve, erhöht Schaden um plus 51, plus 3 Mehrfachschuss beim letzten Schuss im Magazin. Entwicklung 3, schnelle Überlieferung, plus 50% Projektilgeschwindigkeit. Und Entwicklung 4, Commodores Vermögen, erhöht die Crit-Chance um plus 20%, also noch mehr Crit-Chance oben drauf. So, und jetzt schauen wir uns das noch kurz in der Praxis an und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Mission. So, da ist das Ganze aktiviert. Na, ich spiele die Mission Elara auf Jupiter, ist eine Überlebensmission, da level ich grundsätzlich meine Frames. Ich habe jetzt Revenant mitgenommen, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher geht. Ihr seht einfach auf die Gegner schießen, danach mit der Maustaste das Ding aktivieren und danach kann man zusehen, wie die Gegner einfach so raufgehen. Ja, ihr seht schon, das Ding ist schon relativ nice einfach. So, ich weiß ja nicht, die Waffe ist einfach krank. Ich weiß ja nicht. Und ja, beim Leveln habe ich überhaupt nichts mitgenommen. Das hat einfach der Grund, der Vorführgrund eigentlich. Ich weiß, dass man das Smiter-Cavet mitnehmen kann, damit, aber eben nicht jeder hat das Smiter-Cavet. Und dann sagt er, ja, gut, jetzt mit dem und dem und dem geht das Ganze halt ein bisschen schneller. Aber ich wollte es einfach mal so zeigen, damit man auch so innerhalb von 7 Minuten einen Frame eigentlich relativ schnell leveln kann. Natürlich ist das hier in der Stelle eine Pfadmission. Ich aktiviere jetzt einfach mal die zwei bei Revenant, damit ich da gemütlicher stehen kann, um ein bisschen zu quatschen. Aber man sieht ja, wie das Ganze eigentlich relativ gut funktioniert mit der Waffe.
dann auch wieder aktivieren und man kann einfach direkt weiterballern. Und das Ganze, ja. Eben so level ich eigentlich auch meine Frames nebenbei. Da habe ich ja letztens auch gerade ein Video dazu gemacht. Und ja, das mit den Waffen, da habe ich ein bisschen gepennt. Solo spielt es ja grundsätzlich keine Rolle. Ja, das Ding ist ja, in den Gruppen wird danach die XP aufgeteilt. Aber hier spielt es dann grundsätzlich keine Rolle. Also man kann auch eine Nahkampfwaffe und so weiter und so fort mitnehmen. Ja, da habe ich ein bisschen geschlafen. Aber ja, beim Begleiter ist mir natürlich bewusst, dass es hier und da auch noch Buffs gibt, aber ich habe es grundsätzlich einfach nicht mitgenommen. Damit ich auch so zeigen kann, dass es eben auch so geht, auch ohne. Natürlich geht es mit noch ein bisschen schneller, aber da eben auch nicht jeder eine Smiter-Kevet hat, also gehe ich jetzt einmal davon aus. Aber ich denke mal, die meisten, die schon ein bisschen länger spielen, werden eine haben. Und daher ist das Ganze ja auch kein Problem. Also man sieht ja, es geht auch so, auch ohne Begleitung geht es eigentlich relativ schnell gut. Bei Revenant, der ist jetzt 30, ne, ich wollte ja nur kurz die Waffe präsentieren, zu zeigen, so level ich und also ist es eigentlich auch relativ praktisch und auch dementsprechend gemütlich. So, und das wär's dann. So, machen wir's kurz, so, ein bisschen. So, sonst ist es mir ein bisschen zu hektisch. So, das wäre es dann gewesen von diesem Video. Ich hoffe, der Bild sagt euch ein bisschen was zu. Wie gesagt, es ist nicht der beste Bild, aber so ein bisschen fürs Leveln und eben für die Korpus wegzuschmelzen, reicht es eigentlich relativ gut. So, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, Leute. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.